Warum treffen... LOL! LOL! Geht doch. Also entweder haben die halt einfach einen mega hohen Dodge-Wert oder ich... Weiß ich nicht. Hä? Ich würde vermuten, das liegt an den Gegnern, ha? Boah, das macht richtig Spaß, das Spiel. Ist das geil. Oh, das ist cool. Also ich hatte das halt nur auf Steam. Kostet übrigens gerade auf Steam, glaube ich, nur 9 Euro. Zumindest noch bis zum 11. April. Hat einfach auf Steam irgendwie gesehen, dass es bald erscheint. Hab da mal drauf geklickt, weil Indie drunter stand und RPG. Und hab mir das dann durchgelesen und ein paar Screenshots gesehen und dachte mir so, hm, das sieht witzig aus. Und das ist ja mal mega witzig, das Game. Scheint, ich dachte auch irgendwie, dass das kürzer wäre eigentlich. Als das hier jetzt. Ich dachte, das wäre einfach... Ach, das ist der Kristall? War ja klar, der Endboss. Kefkas Geist. Okay. Okay, das heißt, er hat den Kristall bewacht, ist dadurch böse geworden durch den Kristall und jetzt greift er uns an. Oh, Boss-Animation. Geil. Oh, ich liebe das Spiel, das ist so gut. Aua. Oh, sie heilt aber mittlerweile auch ganz gut. So ungefähr so viel, wie er zuhaut. Oh. Phantom Counter. Oh, und dann trifft er uns beide, ist ja okay. Aber er scheint langsam zu sein. Zumindest sind wir viel schneller wieder dran. Gut, aber mit diesem Heilzauber kann uns ja echt gar nichts passieren. Der ist ja richtig okay. Vor allem noch habe ich keine Mana-Kosten freigeschaltet. Aber er hält gut was aus. Kannst du mal sterben, bitte? Damit du auch wieder voll bist. Ja, und sie besiegt ihn natürlich. Sehr, oh, Leben wurde erhöht. Nice. Würde auch erhöht leben. Kann das sein, dass es einmal so reihum geht, dass ich erst, dass ich nächstes Level wieder Angriff kriege und dann Verteidigung? Das müssen wir noch rausfinden. Könnte ich mir auch vorstellen. Lol. 3D-Modus. Lol. Edeltal. Ah, geil. Das ist ja cool. Oh, die Fledermäuse. Das sind diese Fledermäuse, oder? Oh Gott, ist das an Zelda angelehnt, wa? Ich muss aber sagen, es ist schwieriger, jetzt diese Fledermäuse zu machen. Stern, okay. Wenn das ein Stern ist, was ist denn das da hinten? Auch noch einer, oder? Achso, Zumba. Was ist ein Zumba? Keine Ahnung. Das heißt, der Kristall war so mächtig, dass er die dritte Dimension enthielt. Das finde ich aber krass. Ein krass mächtiger Kristall. Tarek. Oh. Okay, die machen Viertel. Das ist so an Zelda angelehnt. Aber ich finde es schön. Das ist cool. Jetzt warte ich nur noch auf die Referenz zu Elder Scrolls. Und vielleicht auch noch auf die zu Might and Magic. Es fehlt nur noch, dass ich gleich irgendwo ein Herz kriege in den Büschen. Nice. Das erinnert jetzt echt schon so fast an N64, wa? Ob das später wirklich gut aussieht? Da hinten ist noch was, oder? Ne, okay, ne, ist nur geskriptete Landschaft.
Also einfach so diese komischen Hintergrund. Wir sind am Spielbeginn. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Kann es sein, dass ich jetzt neue Sachen freigeschaltet habe, wo ich lang kann? Müsste ja eigentlich, ne? Speicherpunkt. Mach mal hier runter. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich hier lang. Ja, wunderbar. Ah, okay, jetzt gibt's auch Lebensboni. Ich wusste doch, dass ich sowas erst freischalten muss. Ihr seht doch. Oh Gott, nicht ernsthaft. Dass man sowas freischalten kann, geil. Oh, ist das geil. Oh, das Spiel ist ja mal mega awesome. Ohne Mist, ey, das ist richtig geil. Ich liebe Indie-Games. Da ist nichts. Ah, da ist eine Truhe. Ja, mittlerweile gibt es so viele Büsche immer, dass das auch Fake-Büsche sind. Oh, wir haben Wespe bekommen als Karte, geil. Aber ich finde das cool, dadurch, dass man alles freischalten muss, wird es halt auch jetzt viel interessanter, wirklich sich die ganze Map anzugucken. Ja, also es ist jetzt viel interessanter, echt jeden Busch kaputt zu machen und zu gucken, ist da vielleicht eine Kiste. Weil das könnte ja irgendein cooler Bonus sein. Keine Ahnung, was die Sterne bringen. Ich meine, das könnte ja sein, dass das, was weiß ich, ein Herzcontainer ist oder was wäre denn jetzt noch was Cooles, irgendwie vielleicht Bomben aus Zelda? Oder ein Bogen? Oh, HD-Texturen. Uiuiuiuiui. Okay, da unten ist die Noria-Mine. Und noch ein Stern. Was auch immer die bringen. Ich hoffe, die bringen was Cooles. Vielleicht kriegen wir dann am Ende auch vielleicht einfach Content oder sowas. Also Art oder sowas gezeigt. Das mag ich auch mal so. Konzeptgrafiken oder BTW in dem Fall vielleicht so ein bisschen Story-relevant ist, wo was hergenommen ist. Nur also zum Beispiel. Ach, jetzt sind wir wieder in dieser Overworld. Ich wollte gerade sagen, die müsste sich doch jetzt eigentlich auch verbessern. Ach, da sind die Minen. Ach, sag bloß, hier kommt man später nochmal lang. Da komme ich nicht rein. Dann geht's hin und ab durch die Mitte. Darf ich noch nicht hin? Sehr schön. Darauf habe ich nur gewartet. Zelda lässt grüßen. Druckplatten. Ah, da geht die Tür auf. Okay, der rote Zauberer ist gemein. Okay, wir kriegen gleich Bomben. Oh Gott.
Haha. Kamerazoom, der ist so geil. Ein Schlüssel! Wofür? Keine Ahnung. Wo könnte man den Schlüssel nur anbringen? Aber ich find's immer nett, wenn er... dass er uns hier die Gegnertypen... vorstellt. Und diesen wahnsinnig nervig zu bekämpfen auf so einem Gang, habe ich gerade gemerkt. Kriege ich dann gleich noch die Fähigkeit, über sowas zu springen, oder? Gott, roter Zauber, ich habe ihn gesehen. Ja machen, wenn ich... Mein Schlüssel! Nice! Ansonsten gefällt mir auch die Musik sehr gut. Rollenspiel typisch. Hat nichts Besonderes, aber das habe ich auch nicht erwartet von euch, sondern ich habe echt diese klassischen Töne, wie wir sie jetzt hier gerade hören, erwartet. Ah, komm, ich will das Herz, verdammt. Von daher finde ich das eigentlich ganz nett. Ja, du droppst natürlich kein Herz, weil du wäre auf dem Weg gelandet, das hätte ich ja einsammeln können, ne? Ganz lange drücken, okay? Verschiebbarer Klotz. Auch ein tolle Sache, was ich freigeschaltet habe. Das ist Frage, sind das jetzt auch alles Steam-Errungenschaften? Also ich habe ein paar gesehen, aber ich habe nicht darauf geachtet, ob das bei jedem so war. Oh ne, und jetzt können die Schieberätsel machen, ne? Ich hasse Schieberätsel. Weil das Rätsel doch einfach ist. Zum Beispiel immer in Zelda, zum Beispiel in. Da gab es doch diese komischen, in diesen Eistempeln immer diese Schieberätsel. Hab ich gehasst. Ich bin da drin einfach unglaublich schlecht. Und was haben wir hier? Ein Herzchen. Ein Viertelherzchen, besser gesagt. Na toll. Und jetzt kommen hier irgendwie Gegner. Ja, ich dachte mir das schon. Skelette sind gemein. Ich mag die nicht. HD-Interface. Ja. Danke. Das ist natürlich cool. Loch. Sowas von an Zelda orientiert. Aber sowas von.
Der führt mich zu einer Truhe. Der hat nichts. Ich will zu der Truhe. Na toll. Na toll. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass es nicht so einfach ist. Ich kann ja richtig schnell mashen, merke ich gerade. Ja, genau, und die Tür öffnet sich nicht mal. Geil. Okay, nice. Ah, ich hasse dich auch, Spiel. Boah, das ist gemein. Da hat man kaum Zeit zu, ey. Ja, was so, Alter. Du musst ja direkt an der Kante stehen. Ja, genau. Das ist doch richtig unfair. Das ist doch richtig, richtig unfair. Was soll der, Alter? Okay, ein Schritt dahin. Oh Gott. Ja, okay. Das finde ich ziemlich uncool. Wo bin ich? Am Anfang von dem Dungeon. Okay, dann mache ich jetzt ganz kurz einen Cut und wir sind gleich wieder an der Stelle, wo ich eben war.